plus beau. Allez, allez, allez. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wie ihr seht, habe ich mal Sabrinas MT-07 geschnappt. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie und wo und was das mit dem Quickshifter aus sich hat. Und zwar ist das dieser Quickshifter. Und eigentlich ganz einfach. Das ist hier dieses Pinüppelchen. Hier drunter kommt, mit 10 Newtonmeter angezogen. Das Kabel geht nach hinten, unter der Soziusbank. Hier vorne drin sind die Zündspulen, wo die Stecker drauf kommen. Originalstecker abziehen. Ich blende euch auch mal ein Bild ein. Das geht, glaube ich, besser, wie hier das zu sehen. Den Kabelbaum hier entlang verlegt, bis vorne hin. Unter der Sitzbank her, minus auf die Batterie und das Steuerteil sitzt. Ich muss mal kurz zeigen, da bin ich jetzt auch schon die ganze Zeit am Einstellen. Vielleicht kann ich da auch einen Tipp geben, aber das ist motorradspezifisch. Und zwar sitzt das gute Gerät hier drunter. So sieht das aus. Und mit diesem Rädchen da kann man die Empfindlichkeit einstellen, wie stark man den Hebel betätigen muss. Und ich muss sagen, die MT-07, die hat einen langen Schaltweg. Und das habe ich jetzt auf komplett 9. Ich hatte 4 erst, dann hatte ich auf 0, das ging gar nicht, da brauchst du es nur angucken. Jetzt habe ich es auf 9. Und da geht es, dass es erst dann reagiert, wenn er auch den Gang einlegen will. Ansonsten ist das schon die ganze Zeit, hat das die ganze Zeit schon reagiert, wenn man hier den Pin nur so kurz anguckt. Und wie ihr das seht hier, auch wie ihr das seht, ist das der Leerweg. Ist also sehr lang bei der. Und da durfte das noch nicht reagieren. Deswegen habe ich es jetzt komplett auf 9 gestellt. Ich hoffe, das ist nicht so windig hier. Und mit dem Pin kann man einstellen die Unterbrechzeit. Einmal drauf drücken, dann leuchtet es rot. Dann zeigt er an mit grün blinken. Ich tue das mal wieder rein und fahren mal. Ich glaube, hier ist es zu windig. Das habt ihr jetzt gesehen. Mit grün blinken, wenn es 6-mal blinkt, das ist zum Beispiel 6/10. Die Unterbrechzeit des Ganges. Na, komm schon. Ich habe mich auch auf den windigsten Berg gestellt. Zeige ich euch jetzt mal, wie das dann so ist. Funktioniert also super. Ach, was für eine Aussicht. BMW. Aber das sind hier die Schlupfer für die Unebenheiten und merkt überhaupt nicht, dass man über Hupel fährt. Da würde ich jetzt bei der S1000 eher schon wieder drauf sitzen und ja, den Keks durcheinander geschüttelt kriegen. So, falls das jetzt da oben zu windig war, erkläre ich das jetzt nochmal und blende auch dazu die passenden Bilder ein. Und zwar sieht der Kabelbaum wie folgt aus.
Und diese vier Stecker, die ihr da seht, das ist jedes Mal der Brückungsstecker. Das heißt, den Originalstecker von den Zündspulen, die direkt am Zündkerzenstecker auf den Zylindern sitzen, bei der MT-07-02, den zieht ihr einfach ab und dann kommt dafür der genau gleich aussehende da drauf und dann gibt es da einen klein aussehenden, der dann wiederum wieder in das Originalkabel passt. Und somit muss dann nur noch der Kabelbaum nach hinten verlegt werden. Unter der Sitzbank her. Dann ist da der Abzweig für ein Minus. Ich habe es jetzt direkt der Einfachheit halber an den Minuspol der Batterie gemacht. Und weiter dann hinten, was ihr eben gesehen habt, unter der Sozius-Abdeckung. Und das Bindi-Teil praktisch. Dann am Schaltpedal noch den Sensor mit 10 Newton anziehen und den Stecker dann auch bis zur Sitzbank und der verbinden. Und schon war das der ganze Spaß. Wie gesagt, das Einstellen mit dem Knopf, Zündung an, Knopf 3 Sekunden drücken. Dann blinkt sie, geht sie einmal orange an. Wenn er dann wieder loslässt, dann zeigt ihr euch an, auf was die steht. Dann ist da eine grüne Leuchtdiode, also die leuchtet dann grün und signalisiert, auf was es steht. Werkszustand waren 4. Das heißt also 4 Hundertstel. Oder 4 Zehntel, genau, Zehntel. Und ja, das war für die MT-07 mit dem langen Pedalweg und war das ein bisschen schnell. Dann ging ab und zu der Gang nicht rein und das ist ja ganz doof fürs Getriebe. Da haben wir ein bisschen rumgefentert, das habe ich jetzt auf 8 gestellt. Sensibilität auf 9. Ja. Und jetzt, wenn man so im dritten ist, 4., 5., 6. Also eigentlich tippitoppi. Ich muss mich nur hierbei erwischen, dass ich beim Runterschalten. Bah. Totes Tier. Und runterschalten die Kupplung nicht vergesse. Ein Blipper ist da nicht dran. Das hat ja meine BMW, aber hier jetzt nicht. Wäre auch zu viel verlangt mit einem Seilzug Gas. Wenn man das dann alles einmal so eingestellt hat. Funktioniert das echt gut. Ja, hier mal einmal, ist das hinter uns? Nein. Mal einmal ein bisschen langsamer fahren. Aus dem ersten raus. Erst ist der Zweizylinder halt ein bisschen ruppig. Also da ist man schnell, schnell. Sabrina war immer so eine zaghafte Schalterin, also so richtig so Kupplung, Gangwechsel, Kupplung kommen lassen. Und das hat die immer getriggert, dass wir so von der Ampel, oder beziehungsweise ich, von der Ampel einfach so erste Gang locker angefahren oder nö. Und bei ihr hat man halt, war halt jeder Gangwechsel direkt mit Unterbrechung des Vortriebs und sowas verbunden. Es wurde zwar besser, aber ich war eh neugierig, ob man das so einfach nachrüsten kann oder nicht. Und ja, was soll ich sagen? Klappt super. Gestern war Sabrina noch so ein bisschen, naja, weil es noch so ein bisschen gewackelt hat immer. Aber wenn ich jetzt mal auch hier so bei wenig Gas, funktioniert das auch echt sanft. Und Leute, ich hätte mich ja gestern fast auf die Nase gelegt mit diesem Ding hier. Sabrina hatte ja hier diesen, ja, was soll ich sagen hier, dieses Tempomat für Arme. Dieses komische Ding, wo man seine Hand drauflegt, hatte sie verbaut. Das ist ja vielleicht für Langstrecke und für einfach so geradeaus und locker lustig ist das ja vielleicht ganz toll.
Aber wo ich dann mal schärfer bremsen musste, da dachte ich, Junge, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Entweder, wenn du dich abstützt, gibst du Gas, und wenn du kein Gas gibst, dann ist das hier so gerade. Das stand ja hier so ab. Und dann flutschte ich nach vorne weg. Ich denke, oh, das ist aber doof. Ja, hervorragend. Ich möchte mir jetzt nicht den Führerschein versauen hier. Aber so ist die Einstellung gut. Sabrina ist gerade nicht zu Hause. Ich denke, komm, jetzt fährst du mal eine Runde und machst das Video. Ich weiß gar nicht, was Sabrina immer hat. Also bei mir schießt das Ding. Das bei ihr, ich glaube, die zieht zu schnell Kupplung, lässt sie nicht so rollen. Naja. Ja, ich würde sagen, das war es soweit. Falls ich noch irgendwelche Fotos, die ich jetzt nicht kommentiert habe, vergessen habe, wo ich denke, dass sie wichtig sind, dann mache ich die noch mal hier im Anschluss da rein. Ansonsten kommt als nächstes das Video von dem Umbau der BMW S1000R auf Xenon-Imitat-Licht. Nicht, dass wieder einer schreibt, was, der NT07 mit Xenon-Licht, habe ich noch nie gesehen. Na, schon klar. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!